Heute geht es um Snowroom, kleines Richtmikrofon, sage ich mal, AWAM10B. Zuschauer hat sich das, was ich euch früher gezeigt habe, packe ich euch nochmal ins i. Das Funkmikrofon war da ganz begeistert von, vom Klang. Wie gesagt, da scheiden sich immer die Geister. Ich mag es ein bisschen dumpfer, der eine ein bisschen heller, ein bisschen klarer oder wie auch immer. Und das habe ich nochmal irgendwann zum Testen gekriegt. Und das ist ein Podcast-Mikrofon oben zum Aufsetzen. Ich möchte das gerne nutzen mal für Außenaufnahmen. Jetzt, wo es auf den Frühling und Sommer zugeht, dann muss ich nicht immer das Teil mitschleppen, weil ich da auch so ein bisschen Angst habe, dass ich dieses Ding mal verliere. Und dann wird es teuer. Na, dann wird es richtig teuer. So ein Ding kostet irgendwie 50, 60 oder 80 Euro. Und dafür möchte ich das einsetzen. Und das würde ich gerne mal mit euch auspacken und checken. Habe ich schon länger und habe es auch schon mal ausprobiert, ich weiß es. Und dann machen wir noch mal einen kleinen Gesprächstest. Und dann schauen wir uns das Ganze noch mal hinterher an und dann wird das bewertet. Gut, und jetzt ausgequatscht, jetzt geht zum Norum Broadcast Mikrofon Check. Viel Spaß beim Video. So bekommt ihr das verpackt. Verpackung ist nicht alles. Da ist natürlich dann auch eine Bedienungsanleitung drin, die ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, JPD, die gibt es auch in DE. Modulknopf wechseln zum Richtcharakteristik, man, ich kann es gar nicht rum ausschauen. Anzeige, Richtcharakteristik, Figur, Stummknopf, Lautsprecherregler, 3 Stufen hat das Teil. 8 eingebaute Mikrofone, okay. Und für die 2 Standardgewinde. Reset, für zum Gerät zum Einschalten, langes Drücken, 2-3 Sekunden. Lineout, Typ C laden, UAC unterstützt, USB Geräte und Lade-LED. Hier sind noch ein paar technische Daten. Mikrofon, 8 Mikrofone, ich kann es heute nicht aussprechen, ihr wisst, was ich meine. Also als Richtmikrofon, maximal 18 dB Unterdrückung und USB integrierter, bla bla, Windows sind 118 Gramm hat das Teil. Na, wie lange es hält, steht hier nicht. Und wir schauen mal rein. Also, ich finde das sowas immer ganz praktisch. Ich hatte schon mal von drüben eins von Sennheiser, aber das war nicht so schön. Und das möchte ich mir gerne mal angucken. Wir haben hier unseren Typ-C-Anschluss. Mikro-Out. Über den Klinkenstecker. Kopfhörer. 1. Aber hier kann man nochmal die Stufen einstellen. Hier ist der Mode. Okay. Hinten ist der Ein- und Ausschalter noch. Wir haben hier natürlich, das finde ich immer ganz wichtig, also Mikro sollte natürlich auch schon dementsprechend hier der Windschutz dabei sein. Das Ganze nochmal zum Anschrauben. Kabel. Gibt es noch was? Und Ladekabel. Auch sehr lang. Okay. Wir werden das Ding jetzt mal laden und schauen uns mal an, wie lange die Ladezeiten sind. Was ich noch mal sagen wollte, hier ist zum Beispiel als Ausdruck Nearstream. Und natürlich ist hier schon Kabelschuh dran, dass wir das dann hier auch oben befestigen können. Das habe ich, glaube ich, dran gelassen. Wollte ich nicht vergessen. Ne? Das muss irgendwo, kann man das irgendwo nochmal befestigen hier. Dann haben wir es schwenkbar. Das kann man nämlich lösen. Wollte das ja nicht unterschlagen. Also das heißt, dass man das dann hier nochmal beweglich. Und natürlich ist der Klinkenschicker dabei. Das habe ich auch. So, ich will das Teil mal laden und bin jetzt gespannt, wie lange die Ladezeiten sind. Weil wenn ich es jetzt einschalte, das kann ich ja eigentlich mal machen. Mal sehen, ob wir schon eine Ladeanzeige haben. Hier steht nur der Mode. Okay. Ladeanzeige finde ich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall blau. Ich werde es trotzdem mal anklemmen und schauen,
was da an Wattleistung rausgeht. Wir haben hier zumindest, jetzt habe ich zumindest die Ladekontrolle gefunden, die ist nämlich hier. Die ist rot derzeit. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen. Und der Ladestrom sieht er hier nach der Messung dieses kleinen netten Geräts zwischen 3,2 bis manchmal 4,1 ist Watt, werden die gehen hier durch. Ja. Dieses Kabel gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Ich habe gestern gerade geguckt, fand ich schade, ich hätte mir gerne noch mal ein zweites besorgt. Okay, wir werden jetzt das Ganze mal laden lassen und ich gucke mir die Ladezeiten an, wie lange das dauert und dann kommen wir dann zum Gesprächstest. Um das Gespräch besser aufnehmen zu können, habe ich jetzt hier meine zweite Kamera genommen, die Lumix. Vielleicht macht die nicht ganz so viele, die hat gute Bilder, aber sie sollte eigentlich auch 4K machen. So ist der ganze Aufbau jetzt auf der normalen DLC. Wir sehen das hier. Eingang. Und hier oben sind die verschiedenen Einstellungen, die wir jetzt machen können. Das ist jetzt erstmal ein Gesprächsvergleich, damit wir dann nochmal checken können. Also um das Ganze jetzt mal zu checken, wie gesagt, hier steht einmal, und weil ich, das ist wirklich mega klein zu lesen, Anzeige steht da, hat ja drei Stufen, Kugelkopf, Omi, also Richtcharakteristik, Kugelkopf, omidirektional Niere, nierenförmig und Figur 8 bidirektional. Jetzt weiß ich aber nicht auf was das jetzt gerade steht, weil es in der Mitte steht, weil das schlecht gekennzeichnet ist. Und wenn ich oben drauf gucke, ich schalte jetzt mal um, das Richtmikrofon ist ein, ich mache es auf, von mir gesehen, auf die rechte Seite. Jetzt machen wir nochmal einen Gesprächstest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schick, wäre mal doch meine Frau geblieben. Ist sie nicht, ist sie weg. Auch, hab keinen Schreck. So, dummer Spruch jetzt, so ein bisschen Spaß muss sein. Ja, jetzt frage ich mich, was das jetzt nun ist. Mittels umschalten, umdrücken. Jetzt geht er auf die rechte Seite. Also von mir aus gesehen, wenn man vorsteht, links. Jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt hier, da muss die Bedienungsanleitung wirklich echt ein bisschen besser werden. Das wäre jetzt wirklich cool gemacht. Ist das jetzt bidirektional? Oh, ich habe heute mit der Aussprache, ist das wirklich schwierig. Na, wir schalten mal, dann haben wir natürlich noch drei Lautstärken. Ich gehe jetzt mal auf eine andere Lautstärke. Das schalte ich den Schalter nach ganz links. Das ist hier Minus. Jetzt bin ich auf Minus, das ist wenigstens gekennzeichnet. Ich bin jetzt auf Minus und mache jetzt einen Test. Also praktisch ist das schon. Ich werde gleich nochmal einen Gegenkurbel machen. Ich habe ja das dran und am Mikro habe ich das hier nochmal dran. Also an der anderen Kamera und dann werde ich das nochmal checken. So, jetzt gehe ich mal auf einen Mitte wieder. Test, 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 Test. Jetzt gehen wir ihm mal von der Lautstärke natürlich jetzt auch ein Plus drauf. Plus, Plus und sind jetzt rechts auf Plus. Wir haben ja drei Lautstärke-Einstellungen. Und wir haben 8 Mikrofone drin. Das dürfen wir jetzt hier ja nicht vergessen. Das steht ja hier so unter den technischen Specs bei. Der Akku hat übrigens 3,65 Volt und 2600 mAh. Soll reichen für 15 Stunden Aufnahme. Zu den Ladezeiten gestern, also 4 Stunden locker, muss man schon mal rechnen. Ihr sollt mich auch sehen. Ich schwenke die Kamera mal ein bisschen rum. So. Und wir geben noch mal einen auf Mitte wieder, auf normale Lautstärke. Ich setze mich jetzt wieder hin und testen das Ganze noch mal. Und ich schalte noch mal zwischendurch um. Wieder auf die Mitte. Ich gehe mal davon aus, dass das die Richtmikrofon-Einstellung ist. Geht da anders raus? Ich gehe nochmal drauf und gucke nochmal oben. Warte, ich kann das so. Ein, zwei Test. Ich teste das. Ich schalte jetzt einfach mal wild durch und teste. Da muss man jetzt wirklich gucken, was die beste Einstellung ist. Steht auf der Mitte. Ich habe wieder nach ganz rechts, wenn man vorsteht. Jetzt ist er wieder ganz links auf dem Test. Und jetzt steht er wieder auf der Mitte. Ich werde mir das gleich mal anhören und dann als Vergleich auch den Ton vom Dings.
So, jetzt habe ich hier, ich schwenke mal rum, ich muss das heute alles freie Hand machen. Hallo, hi, da ist es dran. Ne? Um jetzt nochmal eine Gegenprobe hören zu können, das ist ja jetzt wirklich Standardeinstellung. Man kann hier natürlich auch am Holy Land noch ein bisschen was auschecken. Wie gesagt, ich bin eigentlich mit dem Ton zufrieden, aber für draußen. Was ich noch sagen wollte, das ist jetzt nur für die Kamera. Wir werden aber noch mal einen zweiten Teil machen, und zwar werde ich da das dann mit dem aufs Handy testen. Das ist ja ursprünglich ran. Na, dass das mal für unterwegs praktisch ist. Ich habe gerade festgestellt, dass ich doch noch ein bisschen mehr Dampf brauche. Jetzt beginnen wir mit der ersten Einstellung auf der Seite, also von, na, wenn ich vorstehe, mit der rechten Hand. Mal gucken, wie sich das anhört. Jetzt mache ich eine kleine Pause, gehe weg und spreche von hier, weil ich hatte so hier das Gefühl, hört sich ein bisschen hohl an. Mittelste Einstellung, also in der Mitte. Na, ich habe mittlerweile auch den Schlumpfschrauch hier abgenommen, den Windschutz, um vielleicht nochmal den puren Ton zu kriegen, weil sowas dämmt natürlich auch ab, das dürfen wir nicht vergessen. Na, also wäre schön, wenn das einen sauren Sahne-Ton abgibt. Jetzt sind wir auf der Mitte und schauen uns das Ganze nochmal an. Ich habe so eben drüber geklingt auf die linke Seite. Na, das müsste auf jeden Fall besser gekennzeichnet sein. Also, ich werde mir das Ganze jetzt nochmal anhören, und ich weiß aber aus dem täglichen Gebrauch, dass das Holy Land satter klingt. Das weiß ich. Na, und klar, in diesem Fall war es klarer. Aber das werde ich gleich feststellen. So, ich brauche aber nochmal einen Test. Ich habe jetzt den auf Minus gestellt, also unterste Lautstärke des Ganzen. Und es steht auf der, wenn man da steht, wir nehmen jetzt mal das so, 1, 2, 3, es steht auf 1. Um ein bisschen zu definieren. Ich werde jetzt mal eine Pause machen und umschalten. Das hört sich, vielleicht war es auch zu laut. Wenn ich jetzt näher rangehe, wird es bestimmt natürlich wieder etwas klarer. Also ich sitze jetzt ungefähr nur für euch, ja, 1,50 Meter weg. Also auch im Raum liegen. Ich schalte um. Entschuldigt, das war 3. Jetzt. Um das zu definieren jetzt mal, habe ich die Lautstärke auf die geringste Einstellung gestellt, also auf Minus. Wir sind jetzt, ich definiere das mal 1, wenn man vorsteht, Mitte 2, rechts 3. Wir stehen jetzt auf 1. Das kann natürlich auch eine Raumauswirkung haben. Es ist ein Richtmikrofon. Und ich bin hier 1,5 Meter weg. Wir wollen das Holy Land mal außer Acht lassen, das haben wir ja am Anfang gehört. Hier geht es ja letztendlich um ein Richtmikrofon. Und wir werden jetzt mal umschalten auf die Mitte. Wir haben 2, wie ich das eben erklärt habe, mit den gleichen Lautstärkeeinstellungen. Und ich bin ja gespannt, ich werde mir das gleich nochmal anhören. Das muss man ein bisschen mehr austesten. Mikro muss auch gefallen, muss nicht nur mir gefallen, muss auch ein bisschen den anderen gefallen. Gut, jetzt schalte ich nochmal um, wirklich auf Position 3. Gleiche Entfernung, 1,50 Meter ungefähr. Müsste ich jetzt lügen? Nee, ich will es jetzt wissen. Wie weit ist die Kamera weg? Also bis zum Mikrofon sind es 80, das sind noch nicht mal ein Meter. Also bis zum ersten. Es ist 1,10 Meter. Entschuldigung, da habe ich mich sogar mal getäuscht. Also wir haben hier 1,10 Meter auf der letzten Einstellung, um das mal zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, ich werde, glaube ich, gleich nochmal rausgehen und wie das auf der mittelsten Einstellung, das hat mir am besten gefallen, draußen nochmal testen. Wetter ist, regnet's. Regnet er nicht. Könnte man wagen. Wir gehen gleich nochmal raus. So, wir haben hier die
idealen Nebengeräusche. Ich habe mir das gerade mal für den im Video angeguckt. Mittelste Stellung, ich gehe jetzt ein bisschen näher ran, ich will das wissen. Ich habe auf Minus und mache jetzt auf mittelste Stellung. Gehe jetzt weg, auch mal ein paar Meter weg. Wir haben hier Geräusche, mal sehen, ob man die Geräusche unterdrückt. Das bitte nicht, jetzt komme ich mal wieder ein bisschen näher ran. Und wir gehen auf, wir sind jetzt auf, wie definiert 1, auf Stellung 2. Checken das Ganze nochmal. Mal sehen, ob er jetzt sehen Sie, wir haben Windgeräusche. Das wollte er jetzt wegdrücken. Und dann haben wir hier jetzt die letzte Einstellung. Das muss ich mir persönlich erstmal anhören. Ich will nicht lange drauf, ob ich meine Kamera lasse. Aber das nochmal für euch als Vergleich. Hier ist wirklich eine Straße, da hinten bleibt die Stadtautobahn. Das hört man auch. Ich bin ja gespannt, was das bringt. So, da ist unser Teil. Also, soll ich jetzt einen Todesstoß vergeben oder nicht? Das weiß ich noch nicht so wirklich. Also, erstmal, dass das hier so wirklich schlecht gekennzeichnet ist, das kann man ja ganz gut machen. Mikro kann man auch totstellen. Das ist nicht so schön. Also, auch die Bedienungsanleitung gefällt mir nicht. Das ist das eine. Wir haben Typ-C-Anschluss, also es ist natürlich praktisch, wenn wir das Ganze jetzt hier auf dem Handy nutzen will, dann muss ich das noch mal, da gibt es dann auch noch mal einen zweiten Teil, das werden wir dann noch mal machen. Der Ton kommt mir etwas blechig vor oder weit entfernt. Er nimmt also den ganzen Raum irgendwie auf, was mir persönlich so nicht so schön gefällt. Draußen, der Abschirmung ist okay. Gut, wir haben es dort ohne Windschutz benutzt. Ich werde es draußen noch mal testen müssen mit der Handykamera, also mit dem Handy selbst. Aufnahme ist bei, wir haben genug Zubehör, da gibt es jetzt wirklich nichts dran zu maulen. So, an der Verarbeitung habe ich jetzt nichts auszusetzen. Das ist gut gemacht für den, wir sind hier bei 80 Euro, das ist nicht schlecht, der Ton. In dieser Preislage ist auch noch okay. Das habe ich schon schlecht erlebt. Ich habe jetzt aber auch wirklich nicht mehr mein Sennheiser so im Kopf. Das habe ich schon ewig lange nicht mehr benutzt. Da ich meistens diese Funkmikrofone nutze. Beziehungsweise hier das Holy Land. Ja, den Ton finde ich nicht ganz so prall. Verarbeitung gut, Preis-Leistung stimmt. Wie machen wir das bei der allerdings? Also 3,8 würde ich sagen, 3,9, knapp 4 Sterne. Also wie gesagt, gibt nichts. Es ist auch genug Zubehör bei. Man muss es länger ausprobieren. Es haut mich jetzt nicht um. Man hat, hat viele Einstellungen. Man muss vielleicht auch hier erstmal die richtige Einstellung finden, bis man das so eingestellt hat, bis das passt und zu welchem Ort und. Aber hier drinnen, glaube ich, ist es weniger geeignet. Aber ihr könnt es doch selber mal in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr? Wir haben ja nun jetzt einiges ich habe jetzt hier einiges ausprobiert. Wie würdet ihr das einstellen? Oder. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Na, also ich finde es jetzt nicht schlecht. Deswegen würde ich sagen, packen wir das mal in die Videobeschreibung, wem es interessieren sollte, für den das ausreicht. Vielleicht ist das für denjenigen auch genau das Richtige. Wir haben noch, wie gesagt, Zubehör. Wir haben das USB-Kabel dabei. Also ab in die Videobeschreibung. Das ist ein sogenannter Amazon-Partner-Link. Da müsst ihr auch nicht mehr bezahlen. Der Kanal bekommt eine kleine Provision und behält seine Lebensberechtigungskarte. Da schon mal danke. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr wollt. Aber wie gesagt, verfasst das Ganze mal selbst in die Kommentare. Und der eine Nette, der sich das angucken wollte, sollte das dann vielleicht... Schreibt einfach mal was rein. Würde ich mich auch freuen. Gut, ich werde es wieder zu meinen Utensilien packen. Wir machen noch einen zweiten Teil. Da sehen wir uns wieder. Kann aber noch etwas dauern. Vielleicht habe ich noch ein bisschen andere Sachen am Start. Ja, und nächstes Video ist natürlich am Start. Und an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen. Und natürlich für den kleinen Kanal Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Hier liegen sie richtig bei Technik. Da schon mal danke. Ich sag tschüss, bye bye, bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Macht's gut, bis dahin, euer Darky.